Morgen. Nach kurzer Pause gibt's jetzt endlich wieder das, auf das niemand gewartet hat, nämlich des Zockers Füllhorn. Aber das Intro ist doch nach der Pause noch total cool. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich und ein für mich ganz besonderen Menschen. Und deswegen zeige ich jetzt Spiele aus der Kindheit dieses ganz besonderen Menschen und widme dieser Person sozusagen ein eigenes Füllhorn. Diese Person ist weiblich. Hey, ihr geht jetzt sofort von den ähnlichen Videos weg. Wir ziehen das jetzt durch. Ist auch eigentlich gar nicht so schlimm. Also euch erwartet jetzt hier nicht irgendwie Bibi und Tinas lustiger Reiterhof oder sowas. Sondern da sind schon einige Sachen drin, die relativ gut sein sollen, die ich nie gespielt habe. Und schauen wir doch einfach mal rein. Zum Anfang ein Klassiker. Donkey Kong. Wir alle kennen Donkey Kong, oder? Hier sehen wir die Version vom NES, die der C64-Version hinreichend genau nachempfunden ist. Mein erster Kontakt mit Donkey Kong fand aber auf dem Amiga 500 statt, in einer etwas weiter ausgeschmückten Version mit 5 Levels in Summe. Hier sind es zunächst nur 3. Frustrierend war, dass ich es auf dem Amiga extrem selten über Level 2 hinaus in das dritte Level geschafft habe, während sie wiederum das Spiel locker auf dem C64 mit noch sperrigerer Steuerung und Performance in die Tasche gesteckt hat. Vielleicht habe ich damals doch nur wie ein kleines Mädchen gezockt. Tja. Was soll man über ein Spiel berichten, das jeder kennt? Es ist einfach Donkey Kong, es ist Kult. Ist es auch gut? Irgendwie schon. Meine Lieblingsversion ist allerdings die für den Game Boy, die nach den bekannten Standardleveln erst richtig anfängt und den Spieler mit Mario eine riesige Spielwelt erleben lässt. Die Game Boy-Variante hat mir viele spaßige Stunden beschert. Sie ist sogar eine der wenigen Versionen, die speziell für den Super Game Boy angepasst wurden. Probiert's mal aus, ihr werdet überrascht sein. Ein Spiel, das... es ist Donkey Kong, was soll man da großartig zu sagen? Weitestgehend ohne stämmige Gorillas, dafür mit stattlichen Kerlen geht es weiter mit Tekken. Ihre Aussage über Tekken im Wortlaut? Ja, Tekken kann ich voll gut, da habe ich immer irgendwelche Knöpfe gedrückt und immer gewonnen. Ist das jetzt Karma? Strategie? Waren ihre Gegner schlecht? Kann ich nie beurteilen, ich habe Tekken nie gespielt. Ja, Fresse. Ich habe und hatte nie eine Playstation, gleich welche Generation. Ich war immer mehr so ein Nintendo-Kind. Ja, ich kann da jetzt echt nicht viel dazu sagen. Deshalb seht ihr jetzt mich, wie ich aus Sachen aus meiner Wohnung einschlage. Ja, cool, ne? Würde sie mich in einer Partie Tekken besiegen? Keine Ahnung, bestimmt. Ich kann es eigentlich nur hoffen. Ich habe nicht nur Tekken nicht gespielt, sondern ich bin auch noch ein lausiger Beat'em-up-Gamer. Ich habe Street Fighter 2 und Bombers 4 so halbwegs drauf, aber zockt mal Mortal Kombat gegen mich. Oder lieber nicht. Dieser Teil des Videos wird jetzt offiziell für blöd und sinnlos erklärt. Wir machen weiter und vergessen das einfach wieder. Zum Thema draufhauen fällt mir noch Popeye ein. Sie ist sich gar nicht so sicher, ob sie das Spiel damals auf ihrem C64 gespielt hat. Irgendwie erinnert sie die Art, wie sich Bluto verteidigt an irgendwas. Also vermutlich hat sie es gespielt, who knows. Hier sehen wir mal die lustige NES-Version, die der C64-Version stark ähnelt. Als Popeye muss man Olivia Oil mal wieder vor sich selbst und ihrer endlosen Tollpatschigkeit retten. Verhindert wird man von Ekel Bluto, der wie immer hinter Olivia her ist. Als Popeye bewegt man sich durch mehrere plattformartig angelegte Level und muss das herunterfallende, nennen wir es Dinge, auffangen, bevor diese den Boden berühren. Hat man genügend gesammelt, ohne von Bluto niedergestreckt zu werden, hat man es geschafft. Die Level sind relativ raffiniert und schön gestaltet. Das Spielprinzip lustig und man darf sogar ab und an vom Spinat naschen und dem Bösewicht in die Flucht schlagen. Für ein Spiel seines Alters hat Popeye meiner Meinung nach einen sehr guten Schwierigkeitsgrad. Es ist nicht so schwer, aber sehr fordernd. Man muss geschickt sein, aber kein Halbgott, um es zu schaffen. Man kann sich gut die Zeit damit vertreiben, aber ohne in den Controller zu beißen. Ein netter Plattformer und wirklich gelungener Titel. Ein ebenso strammer Kerl wie Popeye ist Karnov, ein Videospielheld, der längst in Vergessenheit geraten ist. Das Spiel stammt im Original von 1987, hier ist wieder mal die NES-Adaption. Und die ist im Vergleich zur C64 oder Amstrad-Variante fucking fotorealistisch und ruckelfrei. Es gibt sehr wenig Footage vom Original, aber das, was ich gefunden habe, ist übel. Karnov ist eines dieser typischen hammerbösen Spiele, bei denen man sich fragen muss, wieso der Macher die Spieler so gehasst haben muss. Nein, den Gag habe ich schon mal gebracht. Wir machen weiter. Man spielt einen russischen Meister Proper, der durch eine Welt marschiert und mystische Monster bekämpft.
Er beginnt dabei mit einer einzigen Feuerkugel, steigert sich aber immer weiter und bekommt sogar einen schönen breiten Streuschuss mit der Zeit. An manchen Stellen kommen die Monster wirklich aus allen Richtungen, da muss man etwas Geschick beweisen und Glück haben. Neben roher Waffen und sogar Bombengewalt kann Karnov auch eine transportable Leiter einsetzen, um in höher gelegene Lagen zu kommen. Das Spiel hat also auch ein paar Plattformen und nicht nur Action-Elemente. Macht es Spaß? Sagen wir mal, es ist fein gemacht, man kann es eine Weile spielen, aber früher oder später wird man wohl vom Schwierigkeitsgrad ausreichend gefrustet sein. Mich kann dieses Spiel nicht begeistern. Für sie war es wohl eines der Lieblingsspiele aus ihrer Kindheit. Für alle die, die immer neue Herausforderungen auf dem NES suchen. Tada! Und zum letzten Titel. Es wird Zeit, mich unbeliebt zu machen. Aber ich hasse Leisure Suit Larry. Echt. Okay, der Humor mag gut sein, für die damalige Zeit wohl überstandard. Okay, die Charaktere mögen witzig sein, vielleicht auch überstandard. Aber ich mag Command Line Adventures einfach nicht. Echt nicht. Ich habe schon oft darüber gerantet, welche Schwierigkeiten die mir machen, wie es mich aufregt, wenn man brutalst präzise irgendwelche Befehle eingeben muss. Ich find's einfach nur umständlich und da kann ein Spiel 100-mal Kult sein von mir aus. Gameplay und gute Rätsel sind meiner Meinung nach was unvergänglich und zeitlos ist. Ich würde bei so einem Spiel nie die Grafik bewerten oder mich über den Ton lustig machen. Aber wenn mir ein Spiel aufgrund des Gameplay oder der Rätselmechanik heute keinen Spaß macht, warum hätte es mir damals Spaß machen sollen? Nee, auch auf die Gefahr hin, dass ich im Ansehen einiger Leute sinke, aber kein Titel der Larry-Serie konnte mich länger als eine halbe Stunde in Beschlag nehmen. Sie hat's gespielt. Sie hat sogar die Teile 1 bis 6, ja ohne den vierten, auf einer CD in den Haushalt mit eingebracht. Muss ich mir Sorgen machen? So, das war's auch schon wieder. Ich gehe jetzt voll ins den Tag genießen. Das solltet ihr auch tun. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Tschüss.